Körner zweiter Tag, also Weizenkörner, die hier keimen. Es ist morgens. Einmal spülen. Nur so zwei, dreimal spülen, bis das Wasser klar ist. Ich habe sie jetzt über Nacht trocken stehen lassen. Das sind beide Varianten möglich. Über Nacht in Wasser stehen lassen, tagsüber trocken oder dann nur spülen und auch nachts trocken stehen lassen. Und hier sieht man jetzt schon die ersten Keime. Man kann die also essen, auch schon nachdem sie 12 Stunden eingeweicht sind. Hier sind es jetzt schon 36 Stunden. In der Phase, wo so die Keime 2 bis 3 mm sind, schmecken sie mir persönlich am leckersten. Aber man kann sie so lange keimen lassen, auch bis das erste Grün kommt, je nachdem, was man damit machen möchte, wie man die gekeimten Körner essen möchte. Ist also mit vielen Getreiden möglich und das hier ist Weizen.